Hi Leute, willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Diesmal habe ich ja, etwas für Heimwerker, für die Baustelle, für Fliesenleger, also alles, was mit Handwerk zu tun hat. Und da geht es um einen Kreuzlinienleser. Und da gibt es natürlich verschiedene Ausführungen. Ich habe hier eine ganz günstige, die Marke Handy. Ja, habe ich schon ein paar Gummihammer und so weiter gesehen, aber sonst kannte ich die Firma Handy eigentlich nicht. Ja, chinesische Firma, und da ist halt so ein günstiger Kreuzlinienleser enthalten. Und ja, und da kann man auf 10 Meter Laserlinien an die Wand projizieren. Das Ganze ist selbstnivellierend, aber man kann auch den Laser fixieren und dann verschiedene Schrägen einstellen. Aber wir schauen uns jetzt einmal an, was da in der Verpackung enthalten ist. Da ist auch einiges an Zubehör dabei, wie zum Beispiel so eine kleine Tasche. Also das ist schon mal sehr gut, dass das Ganze in so einer Tasche daherkommt. Dann machen wir das Ganze auf. Eine Bedienungsanleitung ist enthalten. Dann eine Halterung. Das zeige ich einmal gleich. So, man kann das Ganze, also man kann den Kreuzlinienleser hier drauf tun, ist wie bei einem Stativ das Ganze, und hier aufschrauben, dann kann man das noch verstellen und so weiter wieder fixieren, dann ist das fix und ja, kann das Ganze irgendwo einklemmen, draufklemmen und ja, so dann halt den Laser nutzen. Und jetzt kommen wir zum Hauptteil. Das ist der Laser. Und es ist eigentlich ganz einfach. Also hier unten haben wir Batterie. Das Ganze funktioniert mit drei ganz normalen AA-Batterien, also das sind die hier. Und hier haben wir ein Schraubgewinde. Man kann das Ganze natürlich auf einem ganz normalen Stativ auch drauf tun. Oben haben wir den Ein-Aus-Schalter. Dann hier haben wir den Lockschalter, also entweder also fixiere ich den Laser oder ich mache das auf und dann ist es selbstnivellierend. Ja, schauen wir jetzt einmal, wie das Ganze ausschaut. Ich schalte das jetzt ein. So. Und jetzt ist der Laser, ich weiß nicht, kann man das da hinten erkennen an der Wand? Wenn der Laser fixiert ist, dann blinkt es automatisch alle 5 Sekunden einmal. Dann weiß man, okay, es ist im fixierten Modus. Und wenn ich umschalte auf den selbstnivellierenden Modus, so, jetzt nivelliert es sich selber, aber natürlich nicht in meiner Hand. Deshalb, ich werde das Ganze jetzt einmal hier hin tun. Also man sieht hier den Streifen, und wenn das Ganze mehr wie 4 Grad, 5 Grad gekippt ist, geneigt ist, dann blinkt es, weil es sich dann nicht selber nivellieren kann. Also so ist es selbst nivellierend eingestellt, und wenn ich unten zurückschalte, dann
schaltet es in den Normalmodus bzw. in den fixierten Modus und dann schaltet es sich aber auch automatisch aus. Dann muss ich wieder neu einschalten. So, jetzt ist es wieder im fixierten Modus und wie man sehen kann, sieht man das Ganze auch auf meiner Hand, aber dort schön klar, eine klare, dünne Linie, schaut wirklich sehr gut aus und das ist auch hilfreich auf der Baustelle, bei verschiedenen Arbeiten und ja, Innenausbau, Fliesen legen und, überall wo man eine gerade Linie benötigt, kann so ein Kreuzlinienlaser helfen. Also, ich hoffe, die Produktvorstellung hat euch gefallen. Über einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich sehr freuen und wir sehen uns im nächsten Unboxing-Video.